Weiter geht's. Wir wollen uns ja bereit machen für die Todesminen. Fehlen uns noch so ein, zwei Level. Aber das ist alles machbar. Wir können ein bisschen die People's Militia Quest machen. Und dann müssen wir vielleicht dann wirklich mal Lakeshire nach Redridge. Weil irgendwie gibt es hier nicht mehr viel zu tun. Wir gucken mal kurz in die Quest, wo ich hier die am besten finde. Gold Coast Quarry. Okay. Dann gehen wir dahin. Weiß ich, wo ich ist, an der Westküste. Der Ben ist eben da reingekommen. Hi Ben erstmal. Du hast eben hier bestes Roleplay verpasst. Die letzte Stunde in Stormwind von mir. Musst du wohl mal nachholen. War gut. Also da sind die wohl. Guckst auf YouTube nachher. Ja? Das dauert noch eine Weile, bis die Folge. Wir spielen ja ganz schön viel. Die Folgen waren auch ganz schön lang teilweise. Aber naja, war gut. Bestens. Best. So, wir wurden gebufft, ist ja ganz nett. Gerade Stamina ist ja hervorragend für unseren Warlock. Schön die Demon Skin anmachen. Der Fangnag hat jetzt hier Sacrifice gelernt, das ist ziemlich gut. Er hätte mal einen neuen Torment-Spell lernen können, Rang 2. Damit das ein bisschen besser klappt, ist ein bisschen... die Effizienz von unserem Fangnag. Wir sind ja nicht die dicksten Freunde, der Fangnag und ich. Ich weiß nicht. Pillager und Looter. Ist auch hier genau richtig. Ja, ja. Lass mal schnell loswerden hier. Feuerbild macht mich ganz schön weh. Acht Kupfer. Acht Kupfer ist irgendwie auch so ein bisschen albern. Aber wir haben einen neuen Level in Lifetap bekommen. Das heißt, das Mana können wir relativ schnell wieder umwandeln. Da rein gehe ich nicht. Da hocken immer drei auf einem Haufen oder vier. Die werden alle auf einmal aggro. Das ist immer ziemlich scheiße, wenn die Scheune geht. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann gehe ich lieber hinten zur Mine. Pillager und Looter. Oh, fuck. Das ist gerade zu viel. Da können wir gleich mal gucken, ob wir das Sacrifice gleich nutzen müssen. Okay, geht noch alles. Hat er für mich gepult? Da hinten ist noch einer, der an dem Dodge stört. Autsch. Hab gerade vorhin meine Reihenfolge ein bisschen geändert. Stirb nicht, Fangak. Jetzt habe ich noch mal was abbekommen. Der hat gar keine... Autsch, das war knapp. Da hat gar keine Line of Sight. Der sagt, ups. Autsch, 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 das tat gerade weh. Die Feuerbälle, die rauskloppen, sind auch echt nicht ohne. Schweine, sage ich euch. Das sind Schweine. Ich habe wieder einen neuen Healthstone. Brauche ich auch. Einen Heiltrank habe ich auch schon wieder genommen. Habe ich noch einen. So. Da habe ich nicht gesehen, dass ich dachte, da stehen zwei, dann waren es drei. Drei sind tatsächlich ein Ticken zu viel, wenn ich das nicht vorbereite. Sonst geht das, wenn ich halt mit dem Fangak, ups, zwei, wenn ich mit dem Fangak so zwei tanke und einen vier ich, oder einen tanke ich selber, einen vier ich, einen der Fangak, das geht so alles. Aber wenn ich dann so ungeplant drei Leute auf einmal pulle, das wird ein bisschen hart. Tut mir einfach, kann man mit dir spielen oder dir helfen bei Quest? So eine zufällig gleiche Gebiet und gleiches Level bist, kann man schon mit zusammen spielen. So. Auch mal Instanzen machen, das geht schon. Ich plane jetzt keine großen Events oder so. Aber sonst kann man da schon zusammen spielen. So, hier ist jetzt die Quarry, wo ich
die meisten Unifins. Ein bisschen einfacher als an dem Feld. Im Feld geht es einigermaßen, die Respawn ist okay, aber dauert irgendwie ein bisschen. Hier spawnen die dann doch schneller und ich glaube auch meistens gar nicht so in blöden Packs oder so. We need to get closer. Vorhin war ja ein bisschen mehr los, jetzt ist ja gerade gar nichts los, das ist ganz praktisch für mich. Kann ich mal ein bisschen looten während der Fangjagd in der. Ups, eine Akro gezogen kurz vorher. Die machen schon viel Schaden. Halleluja. Muss der Fangjagd auch ein bisschen erholen. Aber da steht er allein, oder? Dann geht das. Ich müsste mal Demon Skin ein besseres Level bekommen. Das wäre ganz gut. Schön viel Leinenstoff, das ist immer gut. Brauche jetzt gar nicht mehr so viel zum Schneiderlevel, dann kann ich erste Hilfe mal angehen demnächst. Da freut er sich, ne? Zehn von 30 haben wir. Oh oh. Oh oh. Autsch, autsch. Au, da ist ja noch einer, hä? Warum klappt's eigentlich? Ich kann ihn nicht anvisieren. Was ist denn? Das war ganz gut. Ich kann ganz halt. Ach so, war es den Fall. Ich hätte das Gewehr reinfallen, egal. Das ist das Gefährliche, wenn die respawnen. Mann! Das ist so scheiße hier. Wenn die respawnen, wenn man so eine. Dann sieht man nicht, was um die Ecke ist. Dann greift man den an. Dann der Fangak schön in Melee-Range. Pullt dann noch ein. Weil er halt so einen Buddy-Pull macht einfach. Dann denkt man sich, ja, kacke, ich muss hier mal weg. Spawnt hinter allen. So ein blöder Defiers, den man gerade vorher gekillt hat. Das sind ja keine Soul Shards. Das macht mich wütend. Der hat mich verlassen. Nur der ist gestorben. Da kann man ein Argument machen, dass er es vielleicht nicht ganz freiwillig gemacht hat. Aber trotzdem, wenn der mal besser wäre, ist auch der Fangak. Der stirbt auch zu schnell. So, jetzt habe ich nicht mal hier einen Soul Shard. Naja, das kriegen wir schon hin. So schwer ist das nicht. Wenn ich alleine bin, fange ich mal anders an mit der Spell-Reihenfolge tatsächlich. Wie schnell der einen wegrennt. Der muss auch nicht ganz so weit wegrennen.
viel. Wenn die jetzt noch meinen Fangack bufft, dann drehe ich durch. So, jetzt hat er mal ein bisschen mehr HP, der Depp. Vielleicht wird es jetzt mal besser. Mal, gehen wir ein bisschen vorsichtig hier vor. Okay, die kommt nur tot da rausgelaufen. Beyoncé, was macht die denn hier? Was macht Beyoncé hier? Wo war ich Party? Ich hab doch keine Party. Achso, weil ich da den Whisper-Chat drin habe. Frag die mal. Ich mache das Gleiche. Ja, nein, Party. Jetzt aggro ich den natürlich. Will ich nicht aggroen. Sie wollen mich nicht einladen in ihre Party. Die Schweine. Ja, zu dritt geht es jetzt schnell. Unhöflich, die Heilerin links liegen zu lassen, nachdem sie sich gebufft hat. Hä, warum denn links liegen lassen? Ich habe mich bedankt bei ihr, ich habe sie angefeuert. Ich habe ja ein bisschen was gesagt, wenn sie irgendwie die gleiche Quest machen möchte, auch gerade, kann sie einfach was sagen. Ich habe mich doch, war doch total nett zu ihr. Jetzt so als Gruppe viel schneller. Die haben mich angewispert. Oh. Ist das denn, das war's denn, die draußen? Habe ich gar nicht gesehen. Guck, ja. Hab ich echt übersehen. War das da vorne? Da hat sie aber nichts gesagt, guck. Erst später, jetzt erst. Da hat sie nichts gesagt. Das habe ich, hab ich jetzt übersehen. Die Dani, draußen hat sie nichts gesagt. Jetzt danach hat sie mich angerufen, oder vorher nicht. Kann ich wirklich hier würfeln? Eine 17! Shots lohnen sich ja nicht so wirklich. Eine 17 gewürfelt für die Kiste. Wenn die dann nicht würfeln, gehört sie mir. Gewürfelt. Silberbar.
Party lohnt sich der Curse eigentlich so gut wie nicht. Sterben sie alle weg. Oh, rote Leinentasche. Bold of Linen, da braucht man 4. Das ist ganz schön. Das lohnt sich nicht. Priester, das ist auch mal eine Truppe hier. Meine Hexenmeisterin und 2 Priester. Oh, kein Mana mehr. Ja, in solchen Situationen ist es schon nicht so schlecht. Raus. So, wenn wir schön um die Ecke laufen. Depp. Ups, der Fangak. Der Fangak muss mal geheilt werden. Wir müssen den Fangak heilen. Kinders. Was sind das denn für Priester? Die achten nicht auf unseren Tank. Ich hab irgendwie ein HP noch. Boah. Brauchen noch einen Tank. Looking for Tank. So. Tobi-Mann ist die Dani. Ja dann, sehr cool. Ja, hast du ihn geschrieben. Ja, ratzfatz als Party hier. So schnell kommen wir gar nicht hinterher. Habe ich noch Soul Shards? Müssen wir uns da mal holen. Dass man ja nicht manchmal ohne Soul Shard dasteht, ist immer so eine Sache. Also hier alle respawnen. Wie oft ich den Buff wieder bekomme.
So, drei Pillager brauchen wir noch. Ah, fast in den Abgrund gesprungen. Draußen können die langsam respawnen, aber draußen hängen noch andere Leute rum. Die ganzen blöden Weine. Ah, ein Pillager. Aus der Sichtlinie gehen, da muss er nämlich wieder rüberlaufen. Pillager sind immer die Magier, die auch mit ihren Feuerbällen schmeißen immer. Priest habe ich auch sehr gern gespielt. Das ist eine schöne Klasse. Mir macht auch Agro-Management Spaß bei Heilerklassen. So viele schöne Mechaniken im Spiel. Oh, da haben ein bisschen viele Knolle auf einmal. So, ein bisschen gucken. Mal den Pillager loswerden. Na, jetzt hat der Heal-Akku gezogen. So, versucht mit dem. Schön mit dem Fanggag zu tanken, einzufieren. Fanggag hat sie schon wieder erwischt. Na komm her. Noch resistet er so ein Quatsch. Ich glaube, es hackt. Gerade noch hier. Mal eine schöne Kiste. Ja, mit dem Heiler durchs Live-Tap auch nicht so verkehrt. So, sind wir schon fertig hier. Wenn es eine Kiste. Aber Kisten kann man nicht anvisieren, wenn sie zeigt. Können wir um die Kiste hier mal rollen, würfeln. Dani möchte nicht würfeln, was? E96 gewürfelt, oder? Das andere gewonnen. Mechanical Scrum schon mal gehabt. So, dann können wir wieder gehen. Abhauen. Schön gesmited. Wie sieht das Westen? Ist invaliert. Ja.
raus hier. Das ist schon ein halbes Level gleich. Ja, sag mal, wo kommen wir ja nie raus hier? Die respawnen gerade alle. Jetzt aber raus hier aus dem Quatsch. Reinkommen, das heißt, hier wird nicht allzu viel los sein. Ich habe meine Demon Skin gar nicht an. Was eigentlich? 55, 45, ups, lange Zeit. Tja, ich finde Zeug finden, so. Jetzt mal raus aus der Mine, Quest abgeben und so. Kriegt sich mit, sehr gut. Ja, das ist alles immer deutlich einfacher. XP mitnehmen, aus dem waren die gerade im Weg. So, Quest abgeben in Sentinel Hill. People's Militia. Wie spät haben wir es denn? Also, okay. Wir sind es halt noch. Gucken wir mal die Folgequest zumindest mal annehmen. Sonst hier, hören wir The Fierce Brotherhood. In Lakeshire, da müssen wir hin. Part 2 haben wir gerade gemacht. Nochmal richtig. Ja. Da sieht man seine Hilde auch schon. Easy. So. Schieben wir ein bisschen.
Mal gucken. Ich habe nicht Stoff dabei. Stoff ist nicht so schlecht. Ja, genau. Vielleicht auch für Erste Hilfe kann man das gebrauchen. Soll aber nicht wehtun beim Berg runter hüpfen. Im Pangel macht das mal gar nichts aus. So, da oben die Quest abgeben. Level 14. Noch ganz klein, Level 14. Greetings. 6 Silber. Okay, jetzt hier. 15 Device Highwayman, 5 Pathstalkers und Knuckle Lustrous. Southern Westfall. Dagger Hills. 12,8, dass die immer so schlechter sind dann. Go with honor, friend. Haben wir die gleiche Quest jetzt? Hat er gar keine mehr? Hat er gar nicht. Southern Westfall. Nö, sind die in Moonbrook oder wo sind die? Scheint nur Southern Westfall, oder? Guck grad mal. People's Militia. Southern Westfall. Hiding out in the Dagger Hills. Die Frage ist, wo sind die Dagger Hills? Moonbrook, Dagger Hills vielleicht hier. Farmstead. Gehen wir mal nach Süden und werden wir feststellen. Da sind nämlich hier Knolle. Knolle brauche ich nicht. Sentinel Hill, da ist ein bisschen was. Moonbrook, ja, wo es nach in die Dagger Hills geht, steht da nicht. Sind das hier unten die Dagger Hills? Dust Plains. Ja, nicht so richtig dann. Ah, Knolle. Ich will gerade keine Knolle. Geh weg. Ach, da ist das, glaube ich. Da sind, glaube ich, die Dagger Hills. Guck mal. Dagger Hills. Ja, guck, alles richtig gemacht. Aber hier wird schon geprügelt. Nicht so ganz ohne. Guck mal, nehmen wir das mal auf. Haben wir einige zu killen. 15, 5 und 5. Nein, 25, insgesamt weniger als vorher. Wahrscheinlich gerade heiß umkämpft zu sein. Das Gebiet. Ja, lang lebt da nichts hier. Dann müssen wir gleich noch ein paar Leute irgendwie gucken, dass sie eine Gruppe formen. Sonst dauert das hier ewig. Oh, gibt's eine Quest. Guck eine an. Was will der denn von uns? Talk to me. 5 Hopfen. Be good. Hopfen habe ich im Bankschließfach. Goddammit. Ja, wusste, von ich es brauche. Topfen kriegt man sonst, glaube ich, von den Harvestern. Na, Ruppi, möchtest du bei uns mitmachen? Sieht alleine ein bisschen...
Na, den schlägt er vor, die Saus, war so klar. Weil der scheiß Curse hat immer so lange gebraucht. So. Kann der Ruppi, der kann den Gnomen, Schurke und Boys bei uns mitmachen. Schon gleich die nächsten holen. Ja, das Schwein ist sau mit seinem Charge. Fuck off, du Fucker. Unfassbar. Unfassbar. Der blöde Curse. Braucht einen Instant-Spell. Habe ich halt nicht als Warlock. Kommt später erst. Gibt es ein paar. Sowas gibt es später erst. So. Machen wir zurück. Da ist noch ein paar respawned. 3 haben wir von 25. Naja, geht jetzt schon. Jetzt sind wir zu dritt. I need to get closer. So. Überall auf die Spawns gucken. Pathstarker und Knuckle Duster. Die haben wir ja gar nicht gesehen hier. Warum auch immer. Da war ein Pathstalker. Die Highwaymen sind mir am häufigsten. Schön was los hier. Da hinten ist noch ein Camp. Oh, der ist hier gestanden. Die Sau. Ah, jetzt habe ich den gefeelt, aber der hat noch keinen Damage gehabt. Die Sau. Na toll. Jetzt habe ich den extra 3 gepullt, 2 gedamaged, einer nur gefeelt. Alleine geht das. Und dann haben die hier... die anderen Schweine den getaggt, dann ist er meiner. Unfassbar. Wir haben mal 7 haben wir. Eigentlich habe ich eine ganz gute Range und einen Instant Cast, aber ich dachte, der macht nicht Instant Damage, das ist das Problem. Aber immerhin. Nö, das ist gerade für eine Kameraaktion. Sollte noch so eine Zweierparty eigentlich einladen, aber. Na. Schaffen wir auch gerade so. Wenn einer alleine noch rumläuft, dann nehmen wir den mit. Die sind nicht alleine. Hier lag noch Loot von vorhin rum. Ja, ordentlich was los hier in den Dagger Hills. Kein gutes Leben als Defiers Bandit hier. Ich frage mich, für welche Zahlen sowas gebalanced ist, auch mit den... Ja, das hat ein Mage mit dem Instant Fire Damage Spell.
glaube, die sind nur in Dagger Hills. Hier hinten ist es ein bisschen schwierig. Ja, da ist noch ein Camp. Der Mons Place. Fackel Dust hat man, ja, das ist natürlich. Ups. Hier spawnen die gerade ganz gut. Wenn man so ein Camp gerade im Respawn hat, geht das aber ganz gut ab. Könnte häufiger passieren. Jetzt sind wir gerade geklärt, aber wir sind gerade rechtzeitig gekommen. Da hinten ist eigentlich auch noch ein Camp. Wenn das mal respawnt gerade, dann haben wir es noch. So, wie haben wir? 10, 13. Dann knapp die Hälfte. Na. Na. Da. Ein Highwayman. Wir waren ganz gut verteilt. Von den Kills bisher. Oder respawn überall welche. Geil. So, der ist noch gefiert da hinten. Dann mal den. Der Schurke ist schon wieder weg. Sagt Danke und ist weg. Auch ist unhöflich. Eigentlich macht man ganz gerne und danach Sachen miteinander zu Ende. Der wollte nicht. Aber wir sind eh ganz gut auf dem Weg. So, sind hier noch irgendwelche. Die Camps sind gut, die Camps sind gut. Der sich ein bisschen zu früh freut, eine Waffe auszuprobieren. Ich glaube, das endet nicht so gut für dich, mein Junge. Ich glaube, was gehört. Greift meine Priesterin an, was ist das? Ich glaube, es hackt. Man kriegt immer ordentlich Stoff, wenn man gegen menschliche Gegner kämpft. Auch in den Todesminen dann. Wenn man dann schon auch mal Wolle kriegt. So, was haben wir jetzt? 13, 3 und 4. Sieht auch gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Kann es sein, dass das gleich das ganze Camp hier respawnt? Das wäre toll. Das hätte ich vorher auch. Dass wir den ersten eingekillt haben.
Dann kamen die anderen langsam wieder. Auch so ein paar Patrouillen und so. Kommt, Kinders! Hier ein schönes Lagerfeuer. Gönnt euch das. Da oben Hopf abgeben. Ich ärgere mich, dass ich ein Hopfenfenster dabei habe. Das finde ich jetzt echt ein bisschen blöd. Müsst ihr aus der Bank holen. Das Camp dort, glaube ich, spawnt erst das andere wieder. Aber prinzipiell diese zwei Camps hier unten, die sind gut. Dauert, glaube ich, nicht mehr lang. Ein, zwei Minuten höchstens. Dann haben wir hier wieder das Camp und die paar, die hier oben rumhängen. Da höre ich Rumgemine. Da ist einer. I need to get closer. Schon abgelaufen? Was ist da los? Ach komm, ich will kein Spell mehr auf den Spinner. Oh, so eine erste Wolle, glaube ich. Ja, nice. Wolle brauche ich natürlich auch bald. Um den zweiten zu leveln. Das ist sehr gut. So, jetzt müsste das andere Camp auch mal langsam wieder da sein. Und dann haben wir das. Dann haben wir den Teil auch. Die Militia Quest. Weil hier war doch schon lange keiner mehr am Farmen. Warum spawnt denn da keiner mehr? Da ist Knuckle Dust. Da brauchen wir noch einen. Sehr gut. Dann muss ich mal wieder ein Shadow Bolt rein hier. Okay, dann fehlen nur noch zwei Pathstalker. Da haben wir uns hier ein. Auf einem Warlock, gerade wenn man halt zu zweit ist, kann man so schön effizient spielen, immer schön noch mehr Creeps pullen, alles hier raushauen. Super ist das. Wenn wir jetzt schon gerade stehen, räumen wir das Lager eben auch noch auf. Einmal. So. Ja, easy. Da kam noch der zurück von eben. Und dann war es das tatsächlich für heute. Of Spirit. Oh, das ist gar nicht schlecht für den Priester. Ups, Old Caps. Das wollte ich nicht. So.
Ups. So. Na dann. Das war's für heute. Dann gebe ich beim nächsten Mal die Quest ab und dann schauen wir mal. Ich bin fast Level 17. Das heißt, ich kann dann. Eigentlich mit 17 kann man schon in die Deadmines. Ein paar Quests ansammeln. Dann müsst ihr ja nicht jetzt vorher nochmal nach Lake Ridge. Das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Gibt ja noch dann die letzte Stufe, glaube ich, von People's Militia. Die könnte ich ja noch machen. Und dann. Die führt nämlich auch die Questreihe in die Deadmines. Und dann sammeln wir mal so ein bisschen was ein. Ich habe auch noch Thunderbrew. Vielleicht fliege ich auch eben noch nach. Das mache ich mal eben währenddessen. Ich fliege mal eben nach Stormwind. Und dann sammle ich da Hopfen ein. Komme ich zurück, kann ich dann die Hopfengeschichte abgeben hier unten in den Dagger Hills. Ich kann dann die letzte Militia-Quest machen. Ein paar Kleinigkeiten und dann bin ich Level 17. Dann, ab Level 17 kann man in die Deadmines, würde ich sagen, 17, 18. Niedriger sollte aber nicht sein. Aber das ist ganz gut.